Ich bin mit dem Fahrrad mal wieder unterwegs, mache eine Runde. Heute nehme ich euch ein bisschen mit. So, los geht's. Ja, und erzähle euch ein bisschen was. Und ich habe in meinem Gepäckträger Frühstück dabei. Und jetzt suchen wir uns ein Plätzchen und dann wird erstmal gefrühstückt. Erster Pausenstopp, inklusive Frühstück. Gut, ich gebe zu, in der Tüte ist mehr drin als nur fürs Frühstück, aber wenn ich schon mal beim Bäcker bin, kann ich auch schon mal für das Wochenende einkaufen. Heute ist irgendwie nicht mein Tag. Obwohl ich mir vorgenommen habe, den Tag heute zu genießen, vor allem die Fahrradtour zu genießen und ein bisschen mehr zu entspannen und mal nicht wie sonst immer mit dem Fahrrad herumzurasen. Ja, schaffe es nicht, den Tag zu genießen, was wahrscheinlich daran liegt, dass wir morgen so ein ganz widerliches Familienerbe-Gespräch haben und das jetzt schon ein Albtraum für mich ist. Ich weiß, dass es eine Katastrophe sein wird. Das bereitet mir auch jetzt schon Bauchschmerzen. Ich habe überhaupt keinen Bock darauf. Keine Ahnung. Ich denke, morgen, wenn das alles vorbei ist, werde ich mich wieder aufs Fahrrad setzen und rausfahren. Mir tut es tatsächlich immer sehr gut, wenn ich aufgewühlt bin, ins Fahrrad zu strampeln, mich abzureagieren und eine Runde durch die Natur zu drehen. Auch wenn es mir vor dem Morgen graut, ist es ein wunderschöner Morgen. So, heute. Jetzt geht die Reise ein bisschen weiter. Der nächste Stopp ist der Rhein. Wir versuchen mal, den Weg ein bisschen zu filmen. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Mal gucken. Testen wir mal, ob das so klappt. Einmal wieder alles anmachen. Das ist auch ein geiles Bild. Also ich und einhändig fahren und währenddessen filmen, das funktioniert nicht so richtig. Ich bin gefahren wie so eine alte Omi. Egal. Am Rhein angekommen. Also wenn mein Fahrrad endlich da ist, ne, dann werden wir entweder mit der Fähre rüberfahren weiter hinten oder bis nach Worms fahren, rüberfahren und dann hier drüben an der warum ist es jetzt nicht scharf? Dann hier drüben entlang fahren und uns schöne Plätzchen suchen. Ich freue mich schon darauf. Auf jeden Fall mit schon mal einer Übernachtung und dann steigern auf zwei Übernachtungen, drei Übernachtungen. Und dann, ja, das Ziel ist, da freue ich mich schon drauf, ein bisschen mit dem Fahrrad herumzureisen, neue Ecken zu entdecken. Auch Ecken zu entdecken, wo ich mit dem Auto nicht hinkomme. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich schon drauf. 6,1 Kilometer bin ich bisher gefahren. Da muss mindestens eine 20 stehen, bevor ich zurückfahre. Es sind jetzt gerade mal 11,6 Kilometer, die ich gefahren bin. Ich bin heute irgendwie nicht so energiegeladen. Keine Ahnung. Egal. Seit dem Rhein bin ich jetzt eine Dammrunde gefahren. Hier entlang kann man das sehen. Damm. Wobei man das natürlich jetzt auch positiv sehen kann. Denn ich bin ja eigentlich froh, dass ich jetzt regelmäßig aufs Fahrrad steige. Dadurch regelmäßig meine Runden mache. Und dadurch, dass ich so einen sportlichen Vibe tatsächlich entwickelt habe,
komme ich auf jeden Fall zu meiner Bewegung. 21,2 Kilometer und ich habe nur noch einen einzigen Balken.